Weiter mit Pioneers auf Bargonia. Viel Vergnügen für uns. Für die Banditen und Diebe, die hier langlaufen, nicht unbedingt. Ein riesiger Haufen Leichname hier. Ja, Weihnachten 2023 zeichne ich das live auf Twitch auf und vor uns ein Berg von Leuten, die unsere Männer und Frauen erschlagen haben. Frohe Weihnachten, Frieden in unserer Zeit, euch allen. Fest der Liebe und der Hiebe. Ganz liebe Grüße an euch alle. Oder Hiebe Grüße, ich weiß es nicht. Und wir haben hier irgendeine Task erfüllt bei einem der Dörfer. Und dadurch bei dem einen Dorf 65% befreundet und beim anderen... Boah, wo ist das denn? Das andere haben wir beim anderen 0. Und hier bei den gelben 65. Nee, bei den violetten, bei denen hier. Die müssen noch andere Ziele erfüllen, das hat aber Zeit. Wir müssen erstmal militärisch hier alles in den Griff bekommen. ...119% Kampfstärke mittlerweile, das sollte sehr helfen. Ein Kodetagebau. Wir hatten gesagt, dass wir uns eventuell noch einen zweiten gönnen, ne? Da wir hier oben auch eine Schmelzhütte haben... ...und hier ein Kohlelager füllen, einfach einen zweiten daneben. 308 Leute im Augenblick nur zur freien Verfügung. So viele Leute haben wir gar nicht als Truppen, ne? Wir wollten noch mehr fortgeschrittene Soldaten allmählich rekrutieren und das Diebeslager aufmischen. Militärakademie rekrutiert mit Eisenschwertern und Holzschildern unbegrenzt viele von denen. Das ist gut. Ja, die wollen hier durchkommen. Aber das sollten die nicht schaffen. Die sollten hier oben gleich gestoppt werden. Die wollen ja rechts langlaufen, ne? Und da wiederum haben wir hier unten noch ein Tor. Ein Turm. Die können hier auch mal helfen. Aber das hat funktioniert. Gehen wir mit denen wieder hier unten in dieser Situation hier vorne hin. Die bleiben hier und bekommen nachher wieder neue Leute dazu. Wir brauchen sehr viele Draufgänger. Also die Silbersachen, die sind heftig, ne? Wir wollten schauen. Wir hatten hier links, glaube ich, ein neues Silbervorkommen angeschlossen. Sehr schön. Dann schauen wir uns mal an, wie viele Schmelzen wir haben und wo die sind. Eine Schmelze ist hier, eine da. Hier produzieren wir Eisen. Und in der produzieren wir Eisen und Silber. Dann steigen wir hier mal um auf Silber. Das ist die auf der linken Seite. Dann schauen wir uns mal die Werkzeuggeschichte an. Hämmer. In der Produktion, Spitzhacken, gerade alle sind in der Produktion, passt. Alles gut. Ja, alles fein. Holzwerkstatt produziert die Holzschilde, Schatzkammer füllt sich allmählich an mit Kupfermünzen. Hier werden sie ausgestellt. Kampfkraft mittlerweile Bonus für uns alle, 120% statt 100%. Das war eine gute Idee, es waren Impulse aus dem Chat, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Das war eine echt eine gute Idee, weil wir viel Kupfervorkommen hatten. Das war ja mit Kupfermünzen, die wir einlagern, die Kampfkraft steigern. Flom, liebe Grüße an dich, fragt, ob es eine Ego-Perspektive hier gäbe, so eine Art Easter Egg. Leider nicht, Flom. Danke an Fieberg. 30. Abo. Schönes Jubiläum. Danke dir. Also, jetzt so langsam wird's hier.
Wir brauchen dringend aber noch mal mehr Leute und ich würde sagen, wir bauen noch mal mehr Wohnhäuser, damit das alles auch flinker läuft hier. Hier ein paar Wohnhäuser kann nicht schaden. Damit die Leute nicht so weit laufen müssen, da kriegen wir aber höchstens ein paar kleine Wohnhäuser hin. Immerhin brauchen die nur Steine und keine Werksteine. Zwei kleine hier hin. Können wir auch noch ein paar kleine, schnelle Wohnhäuser hinsetzen, glaube ich. Würde eher die kleinen jetzt wieder an den Rand hinsetzen. Hier wird sehr viel produziert. Hier können wir welche hinsetzen. Vielleicht auch ein dickes. Ja. Ein dickes hier daneben. So wird's gemacht. Funktioniert. Hey, Tyberg, das war lieb. Vielen Dank. 5 Abos verschenkt. Danke dir. An Ikeolman, Ike Oldman, an Greftor, an Defensgard, an Mirans Mirando, an Richard Waters, vielen Dank an Twebergs. Weiß ich sehr zu schätzen. Sehr großzügige Geste, vielen Dank. Fühle mich beschert und beschenkt hier. Obwohl Häuser gleich Träger bedeutet. Nein, Carolus Rex, aber so jein wäre vielleicht noch korrekter. Wohnhäuser sorgen für neue Bevölkerung. Die Anzahl der Träger, das sind einfach die Leute, die nichts zu tun haben. Und also die Leute von unseren Bürgern, die gerade nichts zu tun haben, die sind dann automatisch Träger. Es sei denn, die haben irgendeine Ausrüstung mit sich, weil die gerade in irgendeinem Produktionsgebäude drin waren. Dann haben wir das mal kurz deaktiviert. Dann behalten die Leute ihre Ausrüstung und kehren nicht in den Beruf des Trägers zurück. Ja, aber ansonsten einfach alle Leute, die gerade nichts Besonderes zu tun haben. Und damit wir mehr Leute haben, die brauchen wir im Laufe der Zeit, weil das Gelände ja immer größer wird, immer mehr zu schleppen und zu transportieren ist, bauen wir Wohnhäuser. Denn in den Wohnhäusern entstehen über Zeit neue Bürger. Die entstehen dann, wenn in der Taverne, die zentral gelegen ist, sogenannte Genussmahlzeiten hergestellt werden. Und wenn in der Nähe der Taverne Tische stehen. Wobei, das reicht schon aus. Die Wohnhäuser, das hatte ich anfangs gedacht, aber dem ist nicht so. Die Wohnhäuser müssen nicht in der Reichweite in diesem Kreis rund um die Taverne stehen. Da müssen nur die Marktstände sein und der Marktbrunnen. Für Marktstände werden die Sachen hingebracht und ein paar Tische halt. Bei den Wohnhäusern scheint die beste Strategie zu sein, die eher so breit zu verteilen, dass in der Nähe der Produktionsgebäude auch immer welche sind. Ardana, danke fürs 45. Abo. Grüße an Ardana. Danke dir. Wir hatten ja überlegt, dass wir gleich in die Offensive gehen, wenn wir genug Soldaten haben. Die Soldaten sind im Augenblick nirgendwo eingesetzt. Und jetzt machen wir mal eine Garnison mittig. Und da kommen die alle rein. Und da packen wir nur Soldaten rein. Alle, die wir bekommen hier. Danke fürs Abo verschenken an unseren Matze. Carolus Rex wurde beschenkt. Und dann ziehen wir die Soldaten aus den anderen ab. Das sind die Garnisonen, dann checken wir mal kurz in die Türme. Da sind keine Soldaten untergebracht, das ist top. Das heißt, sobald die Garnison steht und wir hier 25 haben, nehmen wir die und schicken die rauf zu den Dieben.
Wir sollten noch ein paar hölzerne Zahnräder mal auf Vorrat produzieren. Weil sonst haben wir gleich mal ein Problem, wenn wir irgendwas bauen wollen, wo wir die brauchen. Rest passt. Leichte Rüstung gehen langsam alle. Ein Schneider werden die hergestellt, ne? Unendlich viele haben wir eingestellt. Allerdings, dass die aus Leder produziert werden und wir haben auch genug Leder da. Leder gewinnt man aus Tieren. Lass uns mal schauen, ob alle unsere Jagdhütten, wir haben eine nur, ob es hier überhaupt noch Tiere gibt in der Nähe. Das sieht nicht gut aus. Hier unten ein paar anscheinend. Lass uns mal schauen, ob wir noch eine zweite irgendwo bauen. Da gehen wir hin. Nur für Leder. Absolute Spezialisierung. Leder ist das, was wir brauchen für den Schneider. Alles läuft. Im Augenblick läuft's gut. Eine Garnison entsteht. Dann gehen wir gleich auf den Angriff mit unseren auf die Diebeslager. Dass wir das hier so verlagert haben, war eine gute Idee. Ausrüstung für unsere Leute. Ein Silberdegen nur noch. Leichte Rüstung, Holzschilder. Wie sieht's mit der Waffenschmiede aus? Eisenschwerter in der Produktion und Silberdegen. Halbe, halbe. Das ist die einzige Schmiede, die wir haben. Sollen wir eine zweite bauen? Wäre nicht doof, ne? Also Eisenschwerter haben wir gerade genug. Wir nehmen mal die Eisenschwerter hier raus. Und bauen noch eine zweite Waffenschmiede. Auch hier in die Nähe hin. Ich kriege mich sogar hier hin, wenn ich das hier wegmache. Warum kommt denn der Flachs hin? Das ist ja völlig absurd. Nee, reicht nicht aus, wenn ich sie schräg stelle. Auch nicht. Ein paar Bäumchen zu viel hier. Ein Stück hier außen hin, das könnte gehen. Das passt. Eine Waffenschmiede. Und zwar, die ist dann ausschließlich für die Eisengeschichten da. Baut auch ein paar Lager in der Nähe. Für Eisen und für Kohle. Nee, pardon, die braucht ein Eisenbarrenlager. Wie viele Eisenbarren haben wir noch? Nur noch 30. Wir brauchen vor allem erstmal eine einfachere Schmiede noch. Zwei Schmelzhütten haben wir. Eine hier vorne für Silber und eine für Eisenbarren. Dann lass uns noch eine für Eisenbarren nehmen. Wir machen noch eine für Eisenbarren. Noch eine daneben. Die steht da aus gutem Grund an der Stelle.
Hier vorne haben wir einen Eisentagebau und sehr viel Eisen drumherum. Oder hatten wir nur eine zweite Eisengeschichte hier irgendwo am Laufen? Einmal hier. Zwei nebeneinander. Das ist mittlerweile innerhalb unserer Grenzen. Da oben die Eisengeschichte. Das ist alles innerhalb unserer Grenze. Da können wir noch einen Eisentagebau hinsetzen hier. Oh, das ist knapp außerhalb. Das ist zu weit unten. So ist mehr innerhalb des Radius. So, und dann kann hier alles runtergebracht werden. Dann schauen wir mal, wo wir eine neue Schmelzhütte hinsetzen. Eine ist hier vorne. Ja, die Wege gehen eigentlich. Ich würde es gar nicht in der Nähe lassen, weil dann können die alle auf selbe Kohlelager zurückgreifen. Die bekommen... Hier sind wieder haufenweise Diebe. Oh, die kommen hier durch. Gleich gehen wir aber in die Offensive, die holen wir uns gleich. Ach und Krach kriegen wir die noch. Nicht alle, aber die meisten. Jetzt gehen wir in die Offensive mit der Garnison. Wir haben 24 Leute. Leute, es geht ab in die Offensive und zwar rauf zum Diebeslager. Hierhin. Noch schnell die Schmelzhütte hier hingebaut. Bamo, vielen Dank fürs 35. Danke dir. Ja, Horden sind unterwegs. Grüße an Jet2 Space. Eine Schmelzhütte hatte ich gesagt, neben die andere. Hier vorne hin, weil das durchaus passend ist. Und hier nur Eisen. Jetzt gehen wir hier in den Angriff. Mit der Garnison hier vorne hin. 25 fortgeschrittene Soldaten. Einmal Attacke bitte. Drei Diebeslager Minimum haben wir entdeckt. Das erste ist Legende und Geschichte. Jetzt kommt das zweite. Kampfkraft 120% Regenbogen, genau. Und dank der Kupfermünzen. Zweites Camp. Weg mit dir. Da oben ist noch ein einsamer Dieb, da ganz oben. Und nur wegen dem ist alles noch da.
knapp an unserer Grenze. Boah, einer unserer Soldaten wurde erschlagen. Der letzte Dieb hat sich gewehrt, aber es hat nicht gereicht. 3 Diebeslager weg. Sehr schön, ja. Ach, es gibt auch nichts Befriedigenderes, als auf Weihnachten die Nächstenliebe so zu interpretieren, dass man vor allem den Nächsten liebt. Nein, ich meine nicht sich selbst, das wäre der Gipfel an Egozentrismus, aber wir haben ja unsere Leute geschützt. Wir haben unsere Leute geschützt, die Diebe haben uns was genommen, sie haben uns überfallen, sie haben uns malträtiert, sie haben unsere Wachen abgeschlachtet, da darf man sich doch mal freuen. Es ist kein Mord, es ist Selbstverteidigung, glaube ich. Blutige Weihnachten, feiert Orin Corano. Ich dachte, du wärst Veganerin, unfassbar hier. Liebe Grüße an alle, die da sind. Jetzt ziehen wir die zurück und jetzt können wir auch mit den Expeditionen, mit den Erkundern wieder in Ruhe was erkunden. Einmal hier hin zurück erstmal. Wenn hier Diebe nachher durchkommen, dann werden die auch gestoppt. Und dann hatten wir einen Decker, der war... hier vorne. Den aktivieren wir wieder und dann können wir hier vorne nämlich hinlaufen. Dann mal schauen, was hier hinten liegt. Rund um den See laufen. Und alles aufdecken. Sehr schön. Das hat ja echt funktioniert. 126% Kampfstärke mittlerweile. Wow. Sehr cool. Oh, noch ein paar Hämmer, Leute. Ob es ein Ziel bei der Partie gibt? Hallo Stefan. Ja, wir brauchen Freunde. Die Dörfer. Es gibt 2 Dörfer auf der Karte. Also 2 haben wir entdeckt. Ich glaube, es gibt 2. Ja, mit allen Fraktionen anfreunden. Haben uns mit denen angefreundet. Es gibt 2 Stufen beim Anfreunden, Freundschaft und Alliiert. Wenn wir mit beiden Dörfern befreundet sind, dann haben wir die Partie gewonnen hier. Wir können auch mal ein bisschen damit anfangen, aber ich würde gerne hier erstmal weiter alle Leute um die Ecke bringen. Mit den Roten, da müssen wir noch ein paar Wohnhäuser mehr bauen und 55 Eisenschwerter liefern. Da würde ich sagen, erstmal brauchen wir die Eisenschwerter selber hier. Wir bauen weitere Wohnhäuser hier überall. Stichwort Bevölkerungs... oh Gott, dringend. Stichwort Bevölkerungswachstum. Unsere Wachen sind schon wieder... wo kommen die denn her? Das sind die hier auf Patrouille. Die sollen woanders patrouillieren. Eisentagebau ist unterwegs, top. Sehr schön. Haben die, also die Grenze haben wir abgeriegelt. Die Grenze hier links noch nicht. Lass uns doch mal schauen, ob wir noch ein Lager finden. Dass wir nochmal, damit wir dann in Ruhe bauen können mal. Irgendwo war doch hier ein Banditenlager. Hier. Sollen wir da unsere Soldaten hinschicken? Die wir gerade ausgehoben haben. Dann brauchen wir allerdings, wir müssen bis zu denen hinkommen. Das heißt, wir brauchen, das ist nämlich weiter an unseren Grenzen, hier unten, hier eine Garnison hin. Dann können wir die einmal komplett darauf schicken. Reicht nicht ganz aus. Sollen wir mal ein bisschen tricksen jetzt. Nicht. Geht nicht. Kein erlaubtes Terrain hier. Hier vorne will ich allerdings auch nicht.
nicht erlaubter Untergrund. Wir könnten auch mehrere Wachtürme setzen, aber das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Was wäre denn ein erlaubtes Territorium? Das ist alles Sumpf hier, ne? Könnten ja noch ein paar einfache Wachtürme hier oben reinsetzen. Ah, hier geht's. Ja, ist einfach zu wenig vom erlaubten Untergrund. Dann packen wir noch einen Wachturm hier hin. Brauchen die nachher noch einen Handelsposten vielleicht hier hin. Ein Wachturm hier. So geht's auch. Einen hier hin, zwei, das geht leider nicht. Nochmal check, ein Wachturm hier. Ja, jetzt geht's. Und einer da. Da mal drei sogar auf Summe. Und die packen wir dann voll mit Soldaten. Alle drei. Die mischen dann oben die Banditen auf. Also mit den fortgeschrittenen Soldaten hier. Sobald die stehen, holen wir uns die Soldaten von drüben weg. Die drüben bei der Garnison sind, weil die brauchen wir jetzt nicht. Okay, die müssen auch die Banditen killen, aber wir haben auch ein paar Wachen. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. In der Werkzeugschmiede müssen wir uns noch ein paar Dinge kümmern. Svinuit, danke fürs 45. Abo. Hi. Adama, frohe Weihnachten auch dir. Und Svinuit, euch allen beiden und allen anderen frohe Weihnachten. Danke an Adama fürs 35. Abo hier. Du bist ja schon sehr lange dabei. Danke an Svinuit sogar schon fürs 45. hier. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Und dann läuft das hier mit der Garnison, mit den drei Wachtürmen. Ja, scheint zu funktionieren. Da wir uns auch in die Richtung ausdehnen, könnten wir sogar darüber nachdenken. Ein Militärcamp ist ja hier. Zwei. Hier brauchen wir eine Straßenverbindung. Die haben wir im Prinzip in der Nähe. Soweit sind die Militärcamps nicht weg. Können sogar ein drittes Militärcamp hier hinsetzen, das werden wir auf Dauer brauchen. Das kriegen wir hier aber nicht hin. Vielleicht so auf halber Höhe irgendwo. Nicht wirklich, ne? Wir wollten noch ein paar Werkzeuge einstellen. Ein paar Zangen bitte noch. Wir hatten lange keinen Angriff mehr durch die Schemen, ne? Eine oder andere Spitzhacke bitte. Hämmer brauchen wir auch noch. Waffen entstehen, leichte Rüstung, Holzschilde. Alles okay hier. Jet to Space, liebe Grüße zu unserem Anina Wien, schreibt im Chat, für mich geht Weihnachten bis zum 6. Januar. Weil du da frei hast, oder hast du einfach beschlossen, gibt es zwar ein paar Millionen weitere Menschen, die in Österreich leben, aber letztlich hängt es von mir ab, wie Weihnachten bei uns in Österreich definiert wird. Und ich
Andi, ich bin der Bestimmer und ich sage jetzt, wann Weihnachten offiziell stattfindet. Ach, gefühlte Weihnachtszeit. Ich dachte, du würdest dich zum, hättest plötzlich so, was weiß ich, so Größenwahn und würdest dir vorstellen, du könntest in Österreich definieren, wann die Weihnachtszeit ist. Man weiß es nicht. Einmal zu lange hier Chatmoderator gewesen bei unserer WB-Community. Dann denkt man vielleicht, dann kann ich auch einen ganzen Staat lenken. Wir haben ja ein paar Chatmods da. Im Chat sind, glaube ich, gerade unterwegs Matze und Rin und Andy, Jet to Space. Glaubt ihr, aufgrund eurer teilweise langjährigen Mitgliedschaft im Team, dass ihr auch genug gelernt habt, um einen ganzen Staat zu führen? Bitte äußert euch bitte ohne jedwede Bescheidenheit. Hier vorne ist ein Dieb. Wo laufen die hin? Ich dachte, die hätten wir alle gestoppt. Ich dachte, die hätten wir alle wegbekommen. Das ist ja nicht zu fassen. Dann müssen wir unsere Soldaten losrücken, Leute. Mit innen hier. Gehen wir mal auf Suche hier. Wo laufen die hin? Dich kriegen wir. Das ist ein fremder Wachturm. Die wurden schon mal enttarnt. Wo laufen die Kollegen hin? Oh Mist, wir haben keinen einzigen Waldläufer dabei. Das ist natürlich ganz doof. Das hilft natürlich 0,0 gerade hier. Aber wir können dem folgen. Das ist eventuell sogar ein Vorteil. Der wird nicht enttarnt und wir folgen ihm und dann rennen wir dorthin, wo das Diebeslager ist und dann können wir das aufmischen. Komm, wir beschatten den mal hier. Da ist er. Wo rennt er hin? Als wurde er doch enttarnt. Das ist ein anderer. Sieht er den noch? Oder ist er schon verschwunden? Seht ihr einen Dieb hier? Nein, nicht Stalking Bull, Murdering Bull höchstens. Ein Hase. Wo ist der verschwunden? Oder haben wir ihn gerade umgebracht? Ja, kann doch kein Lager mehr sein. Wir haben ihn gerade versehentlich doch umgebracht. Ich habe versehentlich jemanden umgebracht, den ich eigentlich später absichtlich umbringen wollte. Wir haben noch den Entdeckerposten. Hier, das Lager muss ja irgendwo hier sein. Da ist es! Diebeslager. Jetzt einmal wieder zurücklaufen. Erstmal den Rand, die werden sonst nur umgebracht. Und mal gucken, ob unsere Soldaten bis dorthin kommen. Es kann sein, dass sie zu weit draußen sind. Ah, die kommen nicht bis dorthin. Die kommen bis hierhin. Bis knapp davor. Das gibt's doch gar nicht. Bis dahin kommen die. Wir müssen nochmal gar nicht so umbauen. Das darf doch nicht wahr sein. Wir wollten doch eigentlich die Soldaten zu einem Banditenlager links rausschicken, ne? Die holen wir uns später. Die laufen mit der S einmal hierhin zurück und dann hatten wir, wie viele Soldaten haben wir jetzt? 46. Wir wollten doch die Banditen hier vorne erstmal killen. Kommen wir aber einen Plan nach dem nächsten. Hier vorne. Sind die Wachtürme mittlerweile hier fertig? Alle. Genau. Und hier, wie viel haben wir mit insgesamt? 46. 25 oben, 20 hier. 30 können hier unterkommen. Wir kriegen die auch so voll mit 30. Wir schaffen das. Dann bauen wir oben eine Garnison ein Stückchen weiter nach oben hin. Wie weit können wir kommen mittlerweile? Es könnte sogar schon reichen, hier eine Garnison hinzubauen, weil das der Radius ist nur Luftlinie. Wie weit können wir denn bauen? Oder hier rauf bauen? Hier durch und hier hin. Ah, das ist so doof.
hier hören die Grenzen auf. Also vielleicht, wenn wir eine zweite Garnison hier hinbauen, ist natürlich ein bisschen kurzsichtig gedacht, dann könnten wir die schon aufmischen. Sollen wir das machen oder sollen wir sagen, wir haben Zeit? Kohle wird knapp. Ja, könnte sein. Wir machen einen Schritt nach dem anderen. Münzen im Chat, Kampfstärke bei 128%. Das ist top. Wir gucken mal, warum die Kohle knapp wird. Ein Kohletagebau hat Kohle. Ist das wirklich nur der eine? Ja, wir brauchen einen zweiten mittlerweile. Da vorne ist ein großes Vorkommen. Hier sind auch sehr viele. Dann machen wir das mittig. Hier hin. Ja, das schaffen wir. Dann ist Kohle wieder da. Oh Mann. Puh, puh, puh. Ich glaube, wir können mit den Soldaten hier jetzt in den Angriff reinziehen. Sind die voll? 10 Soldaten. 9. 2 plus 4. Okay, hier brauchen wir noch welche. Wir haben noch ein paar Eisenschwerter und ein paar Holzschilder, die sind in Dauerschleife drin. Stoff könnte demnächst alle gehen. Ja, wir haben genug leichte Rüstungen. Wir baden in Werksteinen. Lass uns noch ein paar Häuser bauen. Und zwar auch hier vorne. Kohletagebau bitte mit Prio. Ein Baustellencamp hatten wir um die Ecke, ne? Hier vorne. Ja, da können die Leute immer schnell bauen. Noch ein paar Häuschen hier hinten hin. Ein Wohnhaus. Ein paar kleinere daneben. Ein dickes hier vorne hin. Also wir haben echt, haben immer wieder Verluste durch den Kampf. Deshalb bleibt unsere Bevölkerungszahl konstant. Wir produzieren immer wieder, bauen immer wieder neue Produktionsgebäude. Da verschwinden die Arbeiter drin. Die Zahl der freien Träger hat zuletzt sogar nachgelassen. Also ein bisschen mehr Bevölkerungswachstum wäre nicht schlecht. Ein Diebeslager, noch ein Diebeslager, aber erst die Banditen hier vorne. Können wir mittlerweile gegen die Banditen ausrücken? Gleich geht's los hier.